Hey und willkommen nach langer Zeit mal wieder zu einem neuen Part von Mega Maker Online. Wir spielen wieder Level, die gut bewertet sind, würde ich jetzt mal sagen, für den Anfang. Und dann werde ich ein bisschen was erzählen, wieso... Best Rating, so. Wieso so lange kein Part mehr kam und so weiter. Die mit den Sternen haben wir alle schon gespielt. Gotta go fast, das klingt ganz lustig. Spielen wir mal das. Von Michi. Ja, wieso kam so lange kein Part von Mega Maker? Weil... Also zuerst war es, weil niemand Zeit hatte aufzunehmen. Und... Heilige Scheiße. Und... Ja, geil. Und jetzt ist es eher, weil... Das Projekt... wird wahrscheinlich auch nicht mehr so lange gehen, weil ich so ein unendlich Projekt nicht unbedingt haben will. Shit. Okay. Das ist einfach nichts für mich. Und ich habe am Anfang gesagt, dass ich halt alles, was mich irgendwie betrifft, the fuck, was mich irgendwie betrifft, hier behandeln will, drüber reden möchte. Und eventuell auch Sachen über YouTube machen möchte, aber das möchte ich auf keinen Fall machen, weil ich bin kein News-YouTuber, what the fuck. So wie, Newstime und die ganzen, ne? Ich bin halt Let's Player und deswegen will ich da jetzt nicht irgendwie reingeraten. Und wir haben es geschafft. Jedenfalls... Ja, ich werde wahrscheinlich noch so ein paar Parts machen, einfach weil das Spiel auch Spaß macht. Aber als unendlich Projekt, nee. Eher weniger, vor allem es gibt halt auch nicht so viele Deutsche, die Mega Man spielen und die auch Mega Maker haben und das spielen, nicht wahr? Yoku Tetris, okay. Gut, dann spielen wir das jetzt. Ich werde natürlich trotzdem noch schauen, dass ich da Gäste mit dabei habe, aber es werden halt nicht mehr viele Parts kommen. Vielleicht 10 insgesamt. Also, dass ich insgesamt 10 Parts mache, ne? Oh, und das ist ein schönes Level. Es hat halt diese ganzen Tetris-Blöcke hier. Auch wenn's verdammt kurz war, ist es jetzt... Okay. Ah, Moment. Achso, das ist ein Checkpoint. Ich bin so... Was bin ich eigentlich für ein Holzkopf? Ich dachte schon, das wär's jetzt gewesen, ne? Erstmal so voll der Schock. Ja, ist eine schöne Idee, aber... Ja. Mehr jetzt auch nicht. So, das sieht jetzt schon ein bisschen schwieriger aus. Ja, wobei, es geht. Also noch geht's. Ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt. Nein! Kacke. Also ja, ihr habt schon gemerkt, ich kann beim Spielen nicht so gut erzählen, weil ich mich halt aufs Spiel auch konzentrieren muss und nicht die ganze Zeit sterbe. Deswegen nochmal kurz zusammengefasst, erst wollte keiner aufnehmen, also es hatte keiner Zeit und das war jetzt echt scheiße. Dann bin ich halt drauf gekommen, dass das nicht meins ist. So, das Spiel macht schon Spaß, aber... Ne? Ist jetzt auch kein Spiel, was man da wirklich durchspielen kann und endlos Projekte sagen mir halt nicht zu, wie gesagt. Ich wiederhole mich eigentlich, aber ja. Und deswegen kommen jetzt halt nur noch 10 Parts. Und ich wollte jetzt eigentlich nur eine Kurzzusammenfassung machen, aber bin gerade drauf gekommen, dass ich genau das gleiche erzählt habe wie vorhin auch. Deswegen komme ich mir jetzt ein bisschen doof vor, aber ist ja egal. Okay, es geht noch weiter. Habe ich irgendwas? Ich habe Rush Chat.
ja, ist jetzt hier im in so einem Turm jetzt vielleicht nicht so nützlich. Aber im vorigen Teil des Levels wäre es bestimmt ganz praktisch gewesen. Ah, okay. Na. Ah. Okay, jetzt muss ich hier die Sprünge timen, anscheinend. Ah. Okay. Das war's jetzt aber, okay. Ah, war doch ganz schön. Ich könnte euch eigentlich auch mal wieder so ein paar Level zeigen, die ich gemacht habe. Das sind nämlich schon ein paar. Moment. Ja, gehen wir mal offline hier in den My Levels Modus. Da haben wir Crystal Paradise. Ich meine, ich habe euch bis jetzt, glaube ich, eh nur das erste Level von mir gezeigt. Stone Man on Death Mountain. Das ist halt auch schon älter. Mittlerweile habe ich gemacht Crystal Paradise Dungeon of Doom. Das ist nicht fertig. Ich weiß nicht, ob ich das noch fertig machen werde. Final Destination, das haben wir, glaube ich, auch schon gesehen. Ist auch noch nicht fertig. Floodman, But with Toadman ist neu, Plantman 2 und Ringman Alternate. Ihr seht schon, ich mache gern so eigentlich Robot Master Stages, die es schon gibt, aber halt ein neues Level Layout. Und in dem Sinne würde ich sagen, schauen wir uns mal Plantman 2 an. Das ist, glaube ich, das simpelste von denen. Das habe ich nämlich auch für meinen Neffen gemacht, dass der mal... Weil der hat gemeint, mach mal ein Level für mich, dass ich das spiele. Und ja, der ist 9 Jahre alt, by the way. Und hat schon Mega Man 5 durchgespielt, da bin ich echt stolz drauf. Zwar mit meiner Hilfe, aber trotzdem war er gegen Ende schon gar nicht mal so schlecht. Und das mit 9 Jahren ist doch schon, glaube ich, vor allem in der heutigen Zeit, ist das schon was, wo man echt stolz drauf sein kann. Aber das Level hier hat er halt gespielt vor Mega Man 5, bevor er Mega Man 5 gespielt hat. Und deswegen habe ich das halt relativ leicht gemacht. Na, gegen Ende gibt es, glaube ich, eine Stelle, die ist relativ gemein, aber ansonsten ist das Ganze hier, glaube ich, für ein Kind noch recht machbar. Hier sind halt diese Blöcke, die nach unten fallen, ja, kennen wir ja. So. Ich wollte jetzt eigentlich nicht ins Wasser, aber okay. Na komm. Okay, tschüss. So, irgendwo hier war das dann. Ja. Hier ist so eine Kanone, das ist noch nicht so schlimm. Der Sprung ist auch noch nicht so schlimm, aber der hier, da muss man nämlich zum Rand der Sprungfeder und dann... Ja. Na, es geht eigentlich, aber er hatte halt schon einige Probleme damit und dann kommt... Der Boss, Plantman. Ich weiß jetzt nicht, habe ich da irgendeine Schwäche? Nee. Das habe ich anscheinend vergessen, ja. Gut. Du altes Arschloch. Nein! Ich meine, gut, man hat einen E-Tank, das macht das Ganze ziemlich machbar, aber... Alter, der... Der läuft die ganze Zeit in mich. Das ist doch voll der Shit. Plantman ist ja an sich jetzt nicht so schwer, aber... wenn man da mal verschissen hat, dann... Hat man verschissen, ja. Jetzt zum Beispiel, wenn er so nah an mir steht... Dann ist das echt kacke. Ah... Ah, fuck. Du altes Arschloch, der läuft die ganze Zeit in mich rein. Normalerweise müsste der... Ja, irgendwie so. Irgendwann mal stehen bleiben, aber nein. Der Dude, der hört einfach nicht auf. Obwohl, Moment, ich glaube, ich weiß jetzt, wie der hier tickt. Ja. Ach, ich war schon wieder tot. Okay, ich war schon wieder fast tot. Nice. Man hat auch kein, ja, Entschuldigung. Ich bin immer noch krank, weil, ja, immer noch, weil, also, weil ich krank bin, Mann, weil ich krank bin, sammelt sich in meinem
Mund immer so viel Spucke irgendwie und dann, ja. Ist komisch. Das ist echt crazy. Jedenfalls. Man hat auch keinen Charge Shot, also Mega Buster, also kann den Schuss nicht aufladen und ich bin schon wieder tot. Das geht's doch nicht! Das ist mein eigenes Level, ne? Also ich kann den Schuss nicht aufladen, deswegen kann ich ihm auch immer nur einen Energiepunkt abziehen. Und das ist gar nicht schön. Ich freue mich schon, wenn ich die originalen Mega Man Spiele Let's Player. Das wird ein Spaß. Das wird echt voll krass. Na, jetzt geht's, ne? Ja, ist halt bei den Bossen von Mega Man immer so. Man muss da erstmal so ein Muster sich einprägen. Und jetzt verkacke ich schon wieder total. Das ist doch ein Witz. Wieso bin ich bloß so... Oh, scheiße. Jetzt geht's wieder einigermaßen. Das Lustige ist, ich habe, glaube ich, vergessen, eine Schwäche für den einzubauen. Weil ihr könnt, mir halt nicht erzählen, dass ein Kind den Boss hier jetzt so einfach hinkriegt. Ein Kind, das noch nie Mega Man gespielt hat. Und jetzt nehme ich aber doch den Energy Tank, weil ich habe jetzt keinen Bock, jetzt, wo er eh schon fast down ist, nochmal zu sterben. Na komm. Ich bin so schlecht. Aber naja, gut. Was soll's. Ja, das wäre halt Plantman 2. Dann schauen wir uns Floodman but with Toadman an. Das ist ja, Toadman als Boss. Und das ist halt so ein Level von mir, wo der Boss Floodman heißen würde, wenn ich ein eigenes Mega Man Spiel hätte. Hintergrund ist von Bubble Man aus Mega Man 2 und die Musik aus Mega Man 6 von Centaur Man. Und man hat in diesem Level zwei verschiedene Pfade, das ist ganz lustig. Also spaltet sich, glaube ich, hier einmal und am Ende nochmal. Ich gehe jetzt einmal oben. Ich habe auch gerade keinen Plan, welcher Weg was beinhaltet. Hier sind halt erstmal diese verschwindenden Blöcke. Oh. Okay, nicht schlecht. Ist mein eigenes Level und ich sag nicht schlecht, ne? Slide und Charge Shot hat man beide nicht. Das Ganze ist also wie in Mega Man 2 und 1. Was ist das hier jetzt? Okay, Moment. Und jetzt... Ah! Oh, das ist schon knifflig. So, jetzt müssten wir gleich bei dem Punkt sein, wo sich die beiden Wege wieder zusammenführen. Und dann spaltet sich das Ganze halt nochmal. Ah, sliden kann man doch, okay. Gut zu wissen. Ja, hier haben sich jetzt die beiden Wege wieder zusammengeführt. Hier ist dann der erste Checkpoint. Der erste Checkpoint und es geht unter Wasser. Und, Energy Tank, yay! What? Wow, ich habe das echt gut getestet, das Level. Steckt man hier jetzt fest? Nee, okay, man kann da oben drüber, okay. Also man kommt auf jeden Fall zum E-Tank. Habe ich ja echt gut gemacht. So, ja, hier wäre jetzt halt der eine Weg direkt zum Ziel. Also so müsste man den Boss Toadman auch gar nicht mehr machen. Oder man zieht die Arschkarte, so wie ich jetzt, und kommt hier dann doch zum Boss. Waffen hat man den Pharao-Shot, okay. Was machst du da oben? Was soll das? Komm runter! Bam, bam. Ja, mit dem Pharao-Shot ist Toadman verdammt leicht. Wenn man das als seine Schwäche eingestellt hat. Ja, das war dann Floodman. Und jetzt kommt Crystal Paradise. Nicht falsch verstehen, ihr kleinen Schlingel.
Das ist halt so ein Level, was auf Crystal Man basiert. Waffen hat man keine. Und hier kann man jetzt wirklich nicht sliden und hat auch keinen Charge Shot. Ich kann nicht mehr sprechen. Oh, scheiße. Oh. Ach, scheiße. So. Das Level habe ich zwei Freunde von mir spielen lassen. Die sind aber nicht durchgekommen, weil die dann irgendwas anderes tun mussten. Sind aber, glaube ich, fast bis zum Ende gekommen. Also, sie hätten es bestimmt geschafft. Das Level ist auch nicht so schwer. Die Stelle hier ist ein bisschen komisch, aber ja, gut. Dann hat man hier auch schon den ersten Checkpoint hier oben. Die Gegner sollte man unbedingt ausschalten, weil, wie man sieht, bouncen die ebenfalls auf den Sprungfedern. Und ich bin... Und ich habe voll verkackt und ich verkacke wieder voll und der Gegner respawnt. Bin ich jetzt echt zu blöd zum Scheißen? Spring doch nach oben, du... Verdammter... Das kann ja jetzt nicht sein, dass ich die Gegner nicht erwische, ne? Ja, einen habe ich. Ja, geht doch. Ja, die Stelle ist schon echt gemein. Das, die hat's schon echt in sich. Ich bin so ein Vollidiot. Nein. Ich habe das Level selbst gemacht. Ist zwar schon wieder ein paar Wochen her, aber... Man könnte halt trotzdem wissen, was da kommt. Und jetzt komme ich da wieder nicht weiter. Ist das mein scheiß Ernst? Ja, sehr schön. So muss das ablaufen. Verdammt. Keinen erwischt. Alter, das ganz... So schwer ist die Stelle jetzt auch nicht. Meine Fresse. Oh, der Leck gerade eben, der hat mich echt ein bisschen erschrocken. Okay, sehr schön. Jetzt haben wir es, glaube ich, bald. Oh, das Arschloch. Ja. So, ja, hier haben wir diese Plattformen. Heilige Kacke, das ist gar nicht mal so leicht. Und jetzt müsste es das gewesen sein. Jetzt kommt hier so ein epischer... So ein epischer Platz. Wo das Level beendet wird. Gut, und das müssten jetzt, glaube ich, eh schon fast alle sein. Jetzt kommt halt noch, Ringman Alternate. Wie ich finde, mein bestes Level bisher. Schaut es euch einfach mal an und ihr könnt dann nun selbst entscheiden. Basiert halt auf Ringman. Ach, was du nicht sagst, Mystic Hylian. Autsch. Sliden kann man, Charge Shot müsste man auch haben, ja. Den Mega Man 4 Charge Shot. So, jetzt komm. Ich finde den, das Theme von Ringman auch ziemlich nice. So, hier muss man die Magnet, wie heißt's, Magnet Missile benutzen. Und die Stelle ist schwer. Boah. So, was haben wir hier? Kanonen? Ah, heilige Scheiße. Oh ne, das sind die Dinger aus Elecmans Stage von Mega Man 1. Ich hasse die wie die Pest. So, hier kann man so ein bisschen... sich Stress ersparen. Hier, die Stelle ist ganz interessant. Weil hier ohne Schaden durchzukommen ist verdammt schwer, aber es ist möglich, ja? Ja, ihr habt gesehen, wie knapp das war, aber ich hab... Da muss man wirklich genau timen. Du hast da vielleicht 5 Frames, also, ja, eine 1/12 Sekunde Zeit. Also 5 Frames sind, glaube ich, eine 1/12 Sekunde Zeit, um da...
da zu reagieren und da hochzukommen. Hier ist ein E-Tank, wer es braucht, ja, gut. So, hier geht's nach unten. Hier ist der erste Checkpoint. Ja, das Level ist auch länger, deswegen ist das ja auch... Deswegen finde ich auch, dass es ein besseres Level ist als die anderen, weil... wenn die Level so kurz sind, das finde ich ein bisschen schade und... Deswegen habe ich hier geguckt, dass ich das Level so lang wie möglich mache. Und ich muss auch zugeben, ich krieg ab einem... Scheiße. Ab einem bestimmten Punkt, wenn ich ein Level mache, auch immer so keine Lust mehr. Aber hier habe ich dann gesagt, ja komm... hau rein. Ich arbeite da jetzt noch ein bisschen dran. Deswegen ist das Level auch ein bisschen länger geworden, als es ja, vielleicht gewesen wäre. Gut, hier kommen die Gegner mit, die ebenfalls von der Sprungfeder abbouncen. Dann geht's hier hoch. So, und zu guter Letzt kommt auch noch so ein Disappearing Block, so eine Disappearing Block Section. Oh shit. Na komm, ich hab's erfasst. Ja, wunderbar. Und dann kommt hier nochmal dieser Gegner. Einer der schlimmsten Gegner der Classic-Reihe, finde ich, weil... Dem auszuweichen ist wirklich fast unmöglich. Und das war's dann auch schon. Ist schon echt nice eigentlich. Das Level. Bin ich auch relativ stolz drauf. Gut. Nein, ich will nicht das Level spielen. Das haben wir uns schon mal angeschaut. In diesem Part haben wir jetzt mal so meine Level noch ein bisschen... uns angeguckt. Und jetzt gehen wir uns noch mal eins von jemand anderem. Most played. Was gibt's denn hier? Release hyped. Invisible. Ist das nicht dieses richtig schlecht bewertete Level? Oh ja, das ist es. Oh ja, oh ja. Okay, ich gehe noch mal zu... Dings, Best Rating, genau. Auf die zweite Seite. Was haben wir hier? Teamwork Tunnel. Okay. Dann schauen wir uns das mal gemeinsam an. Teamwork, was genau kommt da jetzt auf mich zu? Achso, Teamwork wegen Rush. Okay, ich verstehe schon. Musik ist von Mega Man 2 irgendwas. Na, welche Stage ist das? Airman ist das, ne? Ja. Airman, ja. Okay. Ich habe nur Rush Chat. Ich meine, ja, ist jetzt bis jetzt nicht so krass. Ich weiß nicht was noch kommt. Aber bis jetzt hat es die Bewertung, finde ich, nicht unbedingt verdient. Leck mich doch am Popo. Ah, das ist schon ganz nice, aber das gab es halt auch schon in anderen Mega Man Spielen. Okay, das ist schon echt geil. Hier muss man jetzt nämlich so machen, ja. Ah, nicht schlecht. Das ist... Oh, shit. Nein! Habe ich jetzt verkackt? Ja, ich glaube schon, ja. Vor allem jetzt. Oder? Nee. Ich hab verschissen. Ich hätte das jetzt wirklich noch retten können, aber ja. Ich hab echt verkackt. Das war echt gar nicht mal so klug.
Okay, Moment, ja. Mhm. Jetzt könnt... Achso, ich wollte gerade sagen, jetzt könnte mal wieder ein Checkpoint kommen. Warte. Hä? Also, Rush muss da oben lang, ne? Ich muss so ganz schnell hier unten. Oh Gott, nein! Ich hab voll verschissen. Okay, das ist jetzt schwer. Das könnte jetzt echt ein bisschen dauern. Das war schon mal ein guter Start. Das ist der Gegner da, ne? Muss der sein? Muss das wirklich sein? Ich glaube nicht. Wie umgehe ich den am besten? What the fuck? Also er trifft mich so oder so, ne? Jetzt komm, kann ich sliden? Nein, kann ich nicht. Wenn die Gegner nicht wären, ne, dann wäre das ja sowas von machbar, aber... Muss das denn wirklich sein? Ja, nee, das... Oh. So, wenn ich der da oben jetzt nicht erwischt. Ja, sehr schön. Okay. Huh. Warte, was muss ich... Oh. Okay. Ja, ich weiß ja jetzt mittlerweile, wie das geht. So, vom ersten Gegner kann man sich treffen lassen. Muss man eigentlich sogar, weil ich wüsste nicht, wie man dem ausweichen soll. Ah, jetzt hab ich's. Ja, jetzt kann ich mich eh schon wieder töten. Okay, komm, ja. Nein, ah, scheiße. Das geht sich nicht mehr aus. Oh nein. Also den zweiten Gegner zu umgehen ist gar nicht mal so leicht, ne? Okay, what the fuck? Link, wollte ich jetzt sagen. Mega Man stand ganz kurz auf Rush, dann ist er gleich wieder runtergefallen. Was war das? Ah! Bin ich wirklich so schlecht? Das gibt's doch nicht. Das kann's doch nicht sein. Ist das jetzt ein Witz? Schon wieder, was ist das? Oh, komm schon. Das Problem ist, ich habe schon wieder vergessen, was man... dann im nächsten Bildschirm machen muss. Alter, das... Also der zweite Gegner ist echt ein Scheißkerl, ne? Alter, das ist doch ein Witz! Da muss man so genau drüber springen. Okay, ich darf nicht mal stehen bleiben, um hier meinen Sprung zu planen. Sonst trifft er mich gleich wieder. Jetzt, ja. Ah. Okay, komm, der ist kein Problem, der ist ein kleiner Fisch. Und jetzt da oben hin und auf Rush und geschafft. Alter Schwede, das ist Hardcore, das Level. So gegen Ende jetzt, das war schon echt... Aber ist wirklich geil, das war... Also anfangs habe ich ja gesagt, warum hat das so einen guten Score, aber jetzt... Alter Schwede, das Level ist schwer, aber auf die richtige Art und Weise, so wie es sein sollte. Nicht so 10.000 Gegner, die dich zuspammen. Das ist einfach nur... Ja, unfair, weil du halt... Ja, ne? Aber das war echt... Das war echt ein geiles Level. Also, ja. Mit diesem super guten Level verabschiede ich mich für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Macht's gut, haut rein und ciao!